Und da Sie beide meine Frage mit Ja beantwortet haben, erkläre ich Sie nunmehr Kraftgesetzes zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten. Meinen herzlichsten Glückwunsch. Liebes Brautpaar, liebe Gäste, wer es noch nicht weiß, ich bin die Mutter von Mitra. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Heute ist ein schöner Tag, denn heute Morgen seid ihr getraut worden. Und das bedeutet, dass ihr euch zutraut, ab heute euren Lebensweg gemeinsam zu gehen, euch immer zu lieben und in guten und schlechten Zeiten zueinander zu stehen und zusammenzuhalten. Menschen in glücklichen Beziehungen leben länger. Und ich hoffe, ihr beide seid immer glücklich miteinander. Es ist schon sehr schwierig, jemanden zu finden, den man lieben kann in diesem Leben. Aber um wie viel schwerer ist es, jemanden zu finden, von dem man geliebt wird, so wie man ist. Das ist ein großes Glück und eine Quelle der Kraft in schwierigen Zeiten. Bis heute, liebe Mitra, hattest du einen geraden Weg. Du bist ein Wunschkind und immer der Mittelpunkt unseres Lebens gewesen. Ich erinnere mich, dass du schon mit 6 Jahren gesagt hast, dass du Kinder und eine Familie haben willst. Dieser Wunsch hat dich dein Leben lang begleitet und dazu geführt, dass du gerne mit Kindern gearbeitet hast. Damals dachte ich, naja, sie ist noch klein und wird ihre Meinung vielleicht noch ändern. Aber du bist immer dabei geblieben. Jetzt hast du einen Menschen gefunden, der auch Familie haben möchte, nämlich dich, lieber Nihat. Liebe Mitra, lieber Nihat. Ça va, mes amis? Im Namen unseres gesamten Freundeskreises gratulieren wir euch natürlich zu eurer Hochzeit. Wir wünschen euch viel Glück und Zufriedenheit für die Zukunft. Warte. Kann man das nicht hören? Ja. Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, als wir uns romantisch beim Eislaufen in Paradise kennengelernt haben? Oder in der Scala, damals mit dem Pflaster auf der Wange. A la Nelly. Dass wir heute als eure Trauzeugen auf unserer oder auf eurer Hochzeit stehen dürfen. Und nun stehst du hier als gesattelter wilder Stier, Ehemann und werdender Vater. Wir sind sehr stolz auf dich. Und wir als deine Freunde, da sind jetzt noch alle anderen gemeint. Wir freuen uns einfach, dass ihr einfach füreinander geschaffen seid. Und falls Mitra mal wieder nicht weiß, wie sie essen soll oder du die Wohnung verwüstest, dann klärt das doch weiterhin bitte untereinander. Für alles andere stehen unsere Türen natürlich immer offen für euch beide. Also genießt den heutigen Abend und behaltet ihn in guter Erinnerung. Lieber Nihat, liebe Mitra, ich kann es gar nicht fassen, dass ihr bald heiratet und dass mich ein kleines Nachwüchslein erwartet. Ich warte schon auf diesen Moment hin und arbeite auch daran, ein besserer Mensch zu werden. Wir freuen uns, hier zu sein, weil unser Sohn hat eine gute Wahl gemacht. Und ich wünsche mir aus ganzem Herzen, dass ihr beide auf dieser Lebensreise immer und überall in guten und schlechten Zeiten füreinander da seid, zueinander steht. Ich wollte natürlich auch noch ein paar Worte an euch richten. Was ich dir gern noch sagen wollte, Mitra, ist, dass ich das unglaublich finde, dass wir uns seit dem Kindergarten kennen und damals schon geplant haben,
dass wir gleichzeitig Kinder bekommen wollen und dass die sich anfreunden und das ist jetzt so unglaublich, dass unsere Töchter dann zusammen spielen können und im gleichen Jahr geboren werden und ich freue mich so von Herzen auf euer Kleines. Natürlich auch noch ein paar Worte. Darüber habt ihr früher schon gesprochen, das habt ihr euch früher schon so gedacht. Wer hätte gedacht an dem Abend im Club du Nord, dass wir heute hier sind und heute auf eurer Hochzeit tanzen? Wer dabei war, weiß Bescheid. Mrs. Ayeba!